Heute zeige ich euch einen Tüllrock. Ich liebe nämlich Tüllröcke, finde aber, man muss ein bisschen aufpassen mit der Kombination, weil Tüllröcke wirken schnell sehr mädchenhaft. Also versuche ich das Ganze so ein bisschen sportiver zu machen. Der Tüllrock gibt schon vor, wenn ich das nämlich mal lupfe, seht ihr, der hat hier oben ein sehr schönes sportliches Gummiband. Ganz weicher Tüll, fällt hervorragend, bisschen länger, aktuelle Länge. Und ich kombiniere es heute mit Turnschuhen, mit einem ganz bequemen Schuh und mit Gold. Gold für mich auch ein bisschen ungewöhnlich, ich fühle mich aber ganz wohl. Also der goldene Turnschuh macht das Ganze schon ein bisschen sportlich. Dann diese Jacke im Biker-Stil hat was ganz Besonderes. Sie ist nämlich aus Pailletten, aus lauter goldenen Pailletten, matten Pailletten. Ihr seht, das sind so Streichpailletten. Wenn ich die hochstreiche, kann man sehen, dass es Gold ist, oder? Ich hoffe, es glänzt. Du kannst das überall machen, aber mir gefällt die matte Seite besser. Deswegen habe ich das hier schön alles runtergestrichen. So sieht die Jacke hochgeschlossen aus. Das heißt, ihr könnt erkennen, dass das ein klassischer Biker-Style ist. Darunter trage ich ein Netz-Shirt mit Kapuze. Auch nochmal lässig. Jetzt kann ich die natürlich öffnen, nämlich oben und unten. Sehr praktisch, macht immer etwas mehr Taille. Ne? Wenn man einen Reißverschluss im Zwei-Wege-System hat, könnt ihr ihn oben öffnen und unten öffnen. Das heißt, ihr kreiert ein bisschen eine X-Linie. So, jetzt kommt das schon, jetzt zeige ich euch, mache ich die Jacke auf. Jetzt kommt dann nämlich schon das Netzshirt unten raus. So, auch ganz lässig, oder? Das Netzshirt ist so ein bisschen weiter, so ein bisschen lässiger getragen. Das heißt, das funktioniert auch ohne Jacke. Die Jacke macht es aber schön schmal und damit die Silhouette ganz gut. Wenn ich es ausziehe, seht ihr, ups, da. Es ist auch gold, glänzend, Netz. Ich hoffe, das kann man auf dem Film erkennen. Dreiviertelärmel, Kapuze, zwei Wege Reißverschluss, alles, was so ein schönes Sweatshirt sozusagen braucht. Und gefällt es euch? Ist doch ganz lässig, oder? Ich finde, so können wir auch mit über 50 hervorragend Tüllröcke tragen. Macht's gut, bis bald!